Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen hier im Museum. Der Beginn ist gemacht mit 22 Ausstellungsstücken, zu denen Ihnen viel fachkundiger zwei andere was sagen können, die jetzt gleich dran sind, nämlich Peter Hohl und Veronika Kanders. Ich an dieser Stelle bin mit meinem Grußwort quasi fertig. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind und dass so viel Kunstverständnis hier in diesen Hallen ist, sodass Sie mich locker kompensieren. Das finde ich besonders erfreulich. Herzlich willkommen. Welch ein Tag! Welche Besonderheit heute Morgen im Niederrheinischen Museum in Kevela! Welch eine Bereicherung für dieses Haus, für diese Stadt, für diesen Kreis, für den Niederrhein überhaupt! Und dazu freut es mich, dass so viele gekommen sind, ihr Interesse zeigen, um das zu sehen, was wir hier jetzt zeigen können. Der erste Dank geht natürlich posthum an die Eheleute Rathermann. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, die Akteure von damals, denen zu danken. Und so gilt mein Dank posthum auch Herrn Rechtsanwalt Rainer Tönnesen, Veronika und deinem Vorgänger hier im Amt, Dr. Burkhard Zwering. Denn heute, ab heute kann die Öffentlichkeit diese Ausstellung sehen und die namhaften Künstler, Namen von Weltrang in der Kunstgeschichte und in der aktuellen Diskussion in der Kunstwelt, hier in Kevela zu haben, ich finde, das hat nochmal zur Folge, dass wir den Eheleuten Rathermann gar nicht genug und dankbar sein können. Vielen Dank. Wahnsinn. Auch ich möchte Sie herzlich hier im Niederrheinischen Museum in Kevela begrüßen. Damals als neue Mitarbeiterin hier in diesem Haus traf ich auf Frau Rathermann, die dieses Museum, solange es ihr halt möglich war, noch gerne besuchte. Ihr Mann war zum damaligen Zeitpunkt aber schon bereits verstorben. Beide wurden 1923 geboren. Während er als Panzerfahrer im Zweiten Weltkrieg einberufen wurde, verrichtete sie ihren Arbeitsdienst in Tübingen. Sie fanden sich später über eine Zeitungsanzeige und lebten in Mülheim an der Ruhr. Er war als Zahnarzt in seiner eigenen Praxis tätig. Und Kunst war für beide ein wichtiges Element in ihrem Leben, sodass sie nicht nur die Künstler selber besuchten oder die Galerien, sondern eben auch ihr Haus damit schmückten. Die Sammlung Dr. Georg und Eva Rathermann ist sehr einzigartig, weil sie sehr intuitiv und sehr persönlich zusammengestellt wurde. Wir haben eine facettenreiche Vielfalt und diese trifft auf die unterschiedlichsten Gattungen und Stile sowie auf die unterschiedlichsten Materialien. Somit steht jedes Werk innerhalb dieser Sammlung für sich selbst und darf auch autark von den anderen Gemälden, Aquarellen, Grafiken und Skulpturen begutachtet und auch bestaunt werden. Die dem Verein vermachte Kunstsammlung besteht aus über 100 Objekten und so können Sie sich auch vielleicht vorstellen, dass wir mit dem Erhalt des Erbes im April 2021 auch ein bisschen zu tun hatten. Die uns bekannten Künstler der Sammlung stammen meist aus Deutschland oder dem umliegenden Europa. Zahlreiche Arbeiten wurden von den Nationalsozialisten im Zweiten Weltkrieg als entartet betitelt, wodurch die Künstler ihrer Leidenschaft und im Grunde ihrer Arbeit nicht mehr nachkommen konnten. Viele lebten nach dem Krieg im Ausland, konnten aber trotzdem diesen nicht hinter sich lassen. Und so, ihr künstlerisches Erbe dient uns als Zeitzeugnis und erzählt uns ihre Geschichte. Ich darf sagen, die Ausstellung gilt als eröffnet. Musik.
muss ehrlich sagen, ich bin beeindruckt, dass ich in diesem Haus so viel fantastische Kunst sehe. Und ich habe Bilder, da bin ich, ja, die würde ich am liebsten von der Wand nehmen und bei mir zu Hause aufhängen, weil die immer angucken müsste. Ich werde sicher noch häufiger kommen und mich mit einzelnen Bildern befassen und bin eigentlich sehr froh, dass ich überhaupt kommen kann, hier in Kevela einige namhafte Künstler erlebe, für die ich sonst immer nach Köln, Wuppertal, Essen und so weiter gefahren bin. Wirklich eine besondere Ausstellung, absolut lohnenswert für einen Besuch und ich glaube, ist auch für jeden Geschmack etwas dabei. Und da sind natürlich bedeutende Künstler dabei, die man auch mal gesehen haben muss. Ich kenne die Frau Ratermann, weil sie sehr kunstinteressiert war, schon seit Ende der 90er Jahre. Sie war immer in Kevela, sie besuchte die Mutter Gottes, sie besuchte aber auch das Museum und auch unsere Galerie immer wieder mal. Und bei einem Gespräch mit ihr in den 2013er, 14er Jahren, als Herr Dr. Schwering ihr Museumsdirektor war, sprach sie davon, dass sie einen Träger oder ein Museum sucht, wo ihre schöne Sammlung unterkommen könnte. Ich kannte ihre Sammlung schon, ich war oft bei ihr zu Hause gewesen. Somit kam ich auf die Idee oder habe ich sie gefragt, ob sie auch eine Kleinstadt nehmen würde, um ihre Sammlung unterzubringen. Es ging ihr nur darum, dass jemand verantwortlich dafür ist und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Ich habe mit Herrn Dr. Schwering gesprochen, war nicht ganz so einfach, aber zuerst auch sagte er, ich habe so viele Bilder hier im Museum schon, die im Archiv stehen, ich weiß gar nicht, wo ich die unterbringen soll. Dann kommen Sie noch einmal besuchen, weil die Frau Dr. Ratermann. Dann sind wir zusammen dahin gefahren, hat er einmal durchgeguckt, hat gesagt, das ist ja unglaublich, das ist ja ein Wert, der wäre unglaublich. Er hat sich bei mir bedankt, er wird sich dort überlegen. Und ab da war ich draußen. Ich bin froh, dass das weiter verfolgt wurde, dass wir jetzt die Sammlung in Kevela haben und sie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Die QR-Codes liefern zusätzliche Informationen zu den einzelnen Kunstwerken. Dies können Informationen zu den einzelnen Künstlern sein in Form von tabellarischen Lebensläufen oder aber auch Begriffserklärungen oder aber auch Motive, die dort zu sehen sind, werden dann nochmal ausführlicher beschrieben.